Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Tiny Tina's Wonderlands. So, und ich bin auch wieder nicht alleine wie immer, sondern der Bartolo von M ist auch wieder dabei. Genau. Genau. Guten Tag, ihr kleinen Tastenknöpfchen-Drücker. So, ihr seht schon, Genau. das Schloss im Hintergrund fackelt. Wir Ja. haben schon einiges erreicht. Mal sehen, was uns Tiny Tinas Wonderbread heute beschert. Wie die Reise weitergeht, genau. Ja. Alles klar. So, ja, wo gehen wir hin? Wir müssen da oben hin zum blauen Marker. Aber hier oben ist erstmal eine Truhe. Wie ging das nochmal hier? Wie ging das nochmal? Ups. Ach ja, richtig. So, was haben wir denn hier? Tiny Irgendwie. Tinas Puppenhaus. Kann ich nicht mit interagieren, das geht bei mir nicht. Ich auch nicht. Ne. Ne, müssen wir woanders sein. Also, wollte ich sagen, gehen wir hier lang, ne? Was haben wir denn hier? Wild? Darkness? Wer redet hier? Hat einen Verfolger gehabt. Ah, da müssen wir hin. Antra? Ich glaube, hier können wir doch gar nicht lang hier. Nee. Das ist doch kein Cola-Deckel zum Umstupsen. Da müssen wir. Da sind die Kekse. Ja. Weiß nicht, vielleicht können wir die auch kaputt hauen. Glaube ich nicht. Nee. Nee. Leider nicht, also müssen wir durchs Tor gehen. Na gut, dann hier. Ja. Ab geht's. Splitter-Grabhügel. Ja. Jo, auf geht's. Ah, Mountain True. Nee, Power Rate, Entschuldigung. Arschgaul! Arschgaul. Find das Richtig. Seelenschwert. Sagt, das Seelenschwert wird hier gelagert, falls sich die bösen Seelen aus ihren Gräbern erheben und für immer absorbiert werden müssen. Warum hat sie nicht einfach die Seele des Dragon Lords absorbiert und es beendet? Weil, keine Ahnung, er ist zwar böse, aber nicht so böse. Wollt ihr etwa nicht gegen einen Bösewicht kämpfen? Hä, Fred? Ganz genau, Fred. Klappe. Kommst du? So, ich hoffe, das war jetzt laut genug. Also. Stellst du Ich habe sie Einstellungen? jetzt mal reden lassen, ja. Also, ja, okay. Ja, der So, was haben wir denn Bartholomäus hier? macht ein paar Einstellungen, ein paar Audioanstellungen bei seinen Videos als Test quasi ist das hier. Ja. Vorführmodell. So, da sind wieder die Automaten. Noch ein paar Kisten. Aber wir haben eigentlich alles. Ich bin zufrieden. Neue Waffen. Tja. Wenn Ich es habe welche ja gibt, gibt's letztes Mal welche. ja dieses gute Gewehr hier geholt. War das gut? Ja. Meins war Schrott. Hey. Du hast es auf das Oh, ein Seelenschwert was ist das denn? abgesehen, oder? Und mich haben sie hier drin deponiert, weil ich Zomboss. so Zomboss. besitzergreifend war, dass ich nicht lache. Ich hole mir das Seelenschwert vor dir und dann macht der Dragon Lord mich zu seiner rechten Hand. Hey, du kannst Niemals! doch nur hinhalten. Schieß ins Gesicht, immer wieder. Da los, auch das Ding. Das funktioniert bei mir nicht, Trottel. Ich sagte doch, ich bin besitzergreifend. Der Körper war eh kacke. Ich hol mir einen besseren. Ach, das ist Gehört, was sie so über mich gesagt hat. glitzerig. Nicht so böse. Auf ins Netter Versuch, Getümmel! aber sie kann mich nicht im Nachhinein zum Antagonisten Die ist einer Handlung besitzergreifend, verstecken. anscheinend. Warte. Ja. Da war mal dieser andere Kerl, ein Zauberer. Der Stümper wollte meinen Job übernehmen. Hey, Aber wo war hübsch war Asteroid er. nochmal schmeißt? Und Ach, so. mein Komm. Die Würmer. Ja, hört auch nach. Und manchen das Skelett. So. Meine Hier liegt ein Zauber Bogen oder sowas. kribbeln. Boah, ne, kann man nicht nehmen. Schade. Was haben wir Meine hier noch? Blumen? Zauberslots kribbeln, hat mein Charakter gerade gesagt.
Weg mit euch! Einfach aufs Fass schießen. Da. Ja. Aber er lebt immer noch. Ist nicht mehr. Guck, mein Herz ist rutscht. Katastrophe auf mein Geheiß! Ja, ja! Eile der Finsternis entgegen! So, wozu haben wir denn eine Axt, nicht wahr? Nur auf die Durchreise. Okay, da, Zombos. Ah, das sie wieder. Ja. Oh, und irgendjemand macht ja echt gut Schaden. Oh ja. Oh ja. Jawohl, da unten ist er. Kriegst du mich hoch irgendwie? Nee, ne? Ah, warte, ich komm. Das interessiert ihn gar nicht. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Bist du tot? Ja. Hab ich so spät gesehen. Eiskalt lässt er mich da liegen und verbluten. Das sind mir die richtigen Freunde. Und da hinten bist du noch. Die Knarre ist so Schrott. Ich habe eine gute Waffe hier. Die ist echt gut, die ist echt stark. Ich bin froh. Alles nur Müll hier. Boah, was richtig Gutes hier. Ne. Ne. Gewand und ach, was weiß ich. Oh, auf das Ding. Neues Spielzeug. Schlecht. Alles schlecht. Schlecht. Oder? Schlecht. Ja, das ist alles der gleiche Käse. Dunkelmagie verleiht einem lebensraubende Kräfte. Klingt böse, aber nennen wir es moralische Grauzone. Ein wenig Grabräuberei. Maus? Ja, ich wusste, du bist nicht komplett langweilig. Trotzdem werde ich dir das Schwert wegschnappen. Lernen wir uns näher kennen. Ach, gerne. Lernen wir uns näher kennen. Wie deine Frau. Der Knochenhain. Bereich entdeckt. Oder Spinne oder sowas. Das wäre also erledigt. Das wird Knarre ist also wirklich nicht sehr gut. Habt kein Mitleid mit denen, die bereits verloren waren. So ein paar Handys verteilen. Was ist denn? Wie viel Schuss hat denn diese Waffe? 3 Schuss oder was? Ey, das gibt's doch schon nicht. Schon wieder tot, mein Gott. Ja. Wo ist denn hier irgendwas? Oh, Alter. Ja, warte. So. Ich sag doch, ich hab nur Müllknarren. Die Gegner werden langsam stärker. Ja. Auch irgendwas Fantabulöses. Lad doch einmal, das ist ja wie bei Evil Dead, ey. Lad doch gleich normal nach, wie ein normaler Mensch. Oh, da ist der Badass, scheiße. Oh. Pass auf, du bist gleich wieder tot, ne? Oh ja, es ist. Gut. Das hat mir hochgeholfen. So, wer gibt dir denn hier als einer? Alter. Ist aber Ruhe hier. So, ja. Alter, ich kann mit dem Gewändern oben irgendwie nichts anfangen. Alter, die machen extrem viel Schaden, ey. Ja, ja, was denn? Aber mein Inventar ist voll, sehe ich gerade. Nicht alle sterben mit Würde. Ja,
Machen wir noch. Ja, warte mal, mein Inventar ist gerade voll. So, hier schon alles. Munition, Munition, alles nur Munition. Ja, dann kann ich mir auch eine andere Waffe aussuchen. Oh, was hab ich denn hier? Die ist neu. Interessant. Aber eine Sniper. Schauen wir mal. Oh, ein Feuersniper. Gewände in der Potenz. Der Name, ey. Ja. Ich wette, du wärst vorhin lieber weg. Das ist doch gut. Potenz ist immer gut. Wo bist du denn? Hier. Wo hier? Da. Auf geht's. Komm. So. Warte, ich nehme noch ein bisschen Zeug rum, ist nämlich mit. So, meine. Was wollt ihr denn? Ein klein Mäuschen. Schlecht, schlecht, schlecht. Alles schlecht geworfen. Ja, die ist nicht schlecht. Das ist wieder Arschgaul. Ach ja. Oh Gott, sind die groß. Das Kleid ist aber echt groß. Neue Magie. Eine Munition mehr. Eure Majestät ist ganz schön geschickt. Prospekt der Störung, keine Ahnung, kenne ich nicht. Kann ich auch nichts mit anfangen. Auch nicht. Auch nicht. Nö. Warum Munition? Das Grabschiff. Wo ist denn der Thanos wieder? Ach, da. Vor dir. Die wird immer so schön. Ja, ne? Ihre königliche Majestät sagt, ihr müsst den Folianten des Schicksals finden und das Gelübde der Schicksalsbringer verfolgen, um Zugang zur Reliquienkammer unterhalb der Ruinen zu erlangen. Ist das Ding? Foliant des Schicksals, was ist das? Wir müssen da oben hin. Hier. Ach, die schon wieder. Ah Gott, voll die Spideys hier. Mann, dann lädt so lahm nach, ey. Das ist schon... Schnell, schnapp dir eine Seelengruppe vor. Munition! Ich brauche Munition. Hm, ist aber hier oben. Nehme ich doch. Und? Was ist das Ding? Gleich mal ausprobieren. Werter Herr. Ah, okay. Jetzt wieder ein Reinfall. Alles Reinfall hier. Boah, bis der Schuss überhaupt mal da ankommt, ey. Nee, so nicht. Boah, ich hab eine coole Waffe. Warnschüsse sind ja nicht mein Ding. Ja. Ja. Ah. Ich muss nachladen. Out of ammo. Irgendeine Art MG habe ich jetzt. Ja, das, warum habe ich sowas nicht? Macht zwar weniger Schaden, aber dafür kann ich durchballern. Ja. So, wie komme ich jetzt? Darüber müssen wir. Müssen wir Parkour springen hier ein bisschen. Ein bisschen gucken, was hier unten rumliegt. Ja. Schon wieder. Ah. Lass mal was Gutes fallen hier, Baby. Hast du ein Pet bei dir? Was? Pet? Ein Pet? Das folgt dir. Das gehört, glaube ich, dir, oder? Ich hab kein Pet. Doch da, das Ding da, das folgt dir die ganze Zeit. Was? Wer ist das? Na, das ist doch dein Halblichtgefährte. Ah, ja, keine Ahnung, das läuft, verfolgt dich. Wer ist kein Pet. Hallo? Ja, dieses Ding hier, ich weiß nicht, wie das Ding heißt hier. Halblichtgefährte, steht oben drüber. Die eigene Stimme hat in den grausigen Ruinen wieder. So, was haben wir denn hier Schönes? Wie viel Munition? Ja, 12 Schuss, ey, wow. Was ist los? Ich hab noch voll viel Munition. Nur so wenig, nur? Was war das jetzt? Hä? Was?
Gucken Sie. Guck mal, wenn ich da unten drücke, macht er das. Ja, manche Waffen kannst du entweder Halbautomatik oder Automatik umschalten. Das hatte ich bei dieser Pistole gehabt. Okay. Ammo! I need ammo! Ah. Weg damit! Weg mit die Viechers! Mein Albtraum. Lesen? Laut lesen. Okay. Mein arkanes Arsenal ist aufgebraucht. Sie hat nur 30 Schuss. Ich habe Saft. Also ein bisschen was. Okay. Geld. Money. Leg den Folianten auf den Altar und verkündet, das hier ist eine ungeöffnete Kiste. Leder des Heckens. Schön, dass du jetzt im Weg stehst, deinem fetten Barbarenarsch. Ja. Leder des Hackens. Gewöhnlich, 2% Nahkampfschaden. Hm. Ich muss das Ding erstmal dahinlegen, ja. Das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Ja. Das gefällt mir. Das Schicksal eint uns. Kommt auf meinen Wunsch, Mandala. Glaubst du wirklich an sowas, Tina? Was? Nein. Was? Das ist bloß Fantasiekram. Aber und doch jetzt. Ich schätze, das Schicksal hat uns vereint. Warte mal. Ich will mal, ey. Spielen. Was denn? Oder so. Mal die Waffen nochmal tauschen. Was ist das? Oh, die sieht doch ganz gut aus. Ja, die sieht gut aus. Arschgaul, lauf. Arschgaul. Ich glaube, die teleportiert sich eher. Ja. Meist, wir müssen hier ganz halt durchlaufen und die teleportiert sich ja einfach. Wir können auch rutschen. Ja. Was passiert hier? Was ist denn hier? Kann ich denn dem irgendwas machen? Komm mal her. Warte. Lass mich mal interagieren. Ah, okay. Wer will Ärger? Was denn jetzt? Keine Ahnung. Ich hatte gesagt. Großmaul. Auch das Pendel des Todes. Oh, das Ding habe ich weg. Hey, die Schnauze ist gut. Ah ja. Ah, jetzt ja. Eine Insel mit zwei Bergen. Oh Gott. Da. Ich kann es kaum abwarten. Oh Gott, zum Knopf, ja. Singst du hier. Ja, ja. Das sind Klassiker. Ich weiß. Hab ich ja damals als klein war auch geguckt. Ja. Guck, gehört. Auch, ja. Habe ich endlos Schleife gespielt an meinem, ich glaube, 13. Geburtstag oder so. Da war ich das erste Mal, habe ich Depressionen gekriegt, weil ich noch keine Freundin hatte. Kennst du auch, kennst du Robby Tobby? Kennst du das auch? Ja, sag mir was. Robby Tobby und das Flieger Süd. Ach nee, Robby Bobble ist das, was ich meine. Also, ich meine Robby Tobby und das Flieger Süd. Nee, das kenne ich nicht. Weg ist er. Das ganze Fleisch macht dich nur zu einem sackigeren Tier. So, hab ich auch. 0,8. Ganze Schaschan. Hab ich überhaupt so ein Ding an? Hab ich denn hier? Ja. Hab ich. Verlangsamt Feinde. Einfacher Zauber. Feuer und Vergessen. Okay. Ja. Und was macht die Axt hier? Die hat 33. Man könnte das auch irgendwie vergleichen, ne? Ja, vielleicht muss er ja, einfach nur draufdrücken. 40. Okay, mein Arm mehr, ja. Ja. Okay, auf geht's. Wenn ich den ganzen Verkehr aufhalte. Oh, Vorsicht hier, Spikes. Egal, YOLO. Ah, aua. Du bist lustig. Zuschauer, dass du und deine blöde Königin sterben werden, sobald der Oh, hier kannst du verkaufen. Dein Inventar ist ja voll. Ja, warte.
Da brauchst du Munition, du kannst auch Munition kaufen, wenn du was brauchst, ne? Nö, ich krieg schon irgendwo Munition, ja. Hauptsache, du hältst wieder den ganzen Verkehr auf hier. Die Leute wollen spielen sehen und nicht irgendwelchen Handel. Das gehört aber dazu. Ich hab das, was ich brauche. Eine falsche Bewegung. Das kann ich gebrauchen. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? 94, weiß ich nicht, ob es besser ist als mein. Na, jetzt hab ich's gekauft, ey, scheiße. Ich wollte dann noch vergleichen. 151, nee. Wo ist denn meins? Vergleichen. So, was hat meins? 169. Oder? Welches ist jetzt welches? Ja. 169. Also gibt's hier nichts. Was haben wir hier? Oder was ich da einen Knacken? Nö. Die sieht gut aus. 9 mal 2 ist 18. Das ist aber billiger Schaden. Sonst verkaufe ich auch nochmal alles. Okay, die ist nicht schlecht. Ja, komm, kaufe ich. Kaufe ich, so. Ich meine, ich bin zwar zufrieden mit meiner, die ich jetzt habe. Was ist denn das hier? So, welche, wo habe ich denn jetzt gerade was gekauft? Wo ist jetzt meine Waffe, die ich gekauft habe? Ja, da, das. Das ist er. Hm, machen wir dahin. Habe ich nicht mal Geld für. Ja, auch nur eine Schrotflinte. So. Ja, dann nicht doch nur die Sniper wieder. Ja, okay. Ich bin eigentlich alles auch soweit ausgerüstet. So, wie viel habe ich jetzt mit der Sniper? Bin ich jetzt doof? Ich hab doch hier die Sniper. Oh scheiße, ich hab meine Waffe nicht verkauft. Ja doch, hier. Ah ne, gut, ich hab sie noch. Ich dachte gerade, ich hätte die verkauft. Ja, also. Ab geht's hier. Ja, weiter, komm. Entschuldige mich, Kurswerk, ich will was Tödliches überziehen. Oh, ja, Bossfight. Steh da auf, ey. Bossfight. Du kriegst das Seelenschwert, ja. Noch nie, Schnöckelchen. Dieses Mal töte sie so hart, dass sie nicht wieder aufsteht. Boah. Oh. Ich baller mal voll drauf. Oh, hat's wieder immer auf mich abgesehen. Haben wir noch Gegner? Boah, Alter. Naja, gleich ist er am Arsch. Werde verzehrt! Jo, jawohl. Und Level 8. Der muskulöse Körper von Zombos bricht zusammen und ihre Königin Hoheit auch wieder auf. Gewand. Naja. 8,7. Nahkampfschaden brauche ich nicht. Das ist schlechter. Das ist auch schlechter. Wo ist der richtige Loot hier, Mann? Ich brauche den richtigen Stoff. Komm, was gemacht? Warum hast du die Bogen geschaffen? Immer irgendwas drin. Gold. Ah ja, ich habe Level Up. Sehe ich gerade. Was Level Up? Du auch wahrscheinlich, oder? Ja, das ist ein, wo sehe ich denn das? Wird doch eingeblendet, wenn du Level Up hast. Nö. Ich habe 2 Skillpunkte und 2 Heldenpunkte. Kann ich das auch nehmen? Frostschaden, warte mal. Ach so, nee, ich will das. Das auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier Schönes? Energie? Energie ist immer gut. Maximale Gesundheit wird erhöht. Auf jeden Fall. Boah, das imitiert so die Schicksalsbringer innen.
dieses Gender, ne? Ja, das ist bei vielen Spielern heutzutage leider so. Ja. Bleib gesund, das ist gut. Nehm ich das doch. So, das waren wir. So, Stärke. Hey. Stärke. Schicklichkeit, Intelligenz, Weisheit, Konstitution. Gut, das hab ich auch. Nähr dich, Arschgaul. Wir müssen uns gleich Arschgaul nähern, wenn du fertig bist. Mach's mal behalten. Dem Arsch des Arschgauls. Arschgaul. Oh wow. Yeah. Oh, das ist ja toll. Was ist das? Seelenschwert. Jetzt? Schön für dich, Schnuckelchen. Allmächtiger Roboterpolizist. Kriegt man diese Zombicke denn gar nicht tot? Her mit dem Schwert! Du kannst ja nicht mal richtig damit umgehen. Niemals. Du musst mit Seelenenergie aufgeladen werden. Und die gibt es nur von deiner geliebten Königin oder den Seelen von Lebenden. Mir fällt da spontan eine Seele ein, die absorbiert werden müsste. Okay, Sniper und Reifhopper. Her mit dem Schwert! Es gehört dir nicht mal. Es gibt... Was? Nein! Nicht so! Doch, nein, so. Das Seelenschwert scheppert auf dem Boden. In etwa so. Schepper. Es scheppert. Jetzt müsst ihr das Schwert zurück nach Bachhof bringen. Ein Stadtportal öffnet sich. Okay. Genau, der. So, bringen wir es zurück, oder? Ja, genau, dann würde ich sagen, bringen wir es noch zurück. Genau. Dann bringen wir es zurück. Dann geben wir es dann die Aufgabe ab, genau. Right Hoof. Mit schönem Regenbogen da oben. Ja, goldig. Da werden die fehlen. Oh, das ist mir aber zu lange hier, wie das dauert. Leute, Sprengfelder. Na, jetzt wollte ich es gerade lesen. Und die nächste Aufgabe ist jetzt, platziere das Silberschwert. Ja, Portalfreisen, das Portal bleibt im Plachthof geöffnet und bringt dich direkt an den Ort zurück, von dem du aus angereist bist. Schottportal. Bisschen wie bei Diablo. Okay. Kann sein, ja. Oh, schade. Skelettschlüssel benötigt. Skelettschlüssel? Ach, sind wir jetzt gerade bei Elder Scrolls? Skelettschlüssel? okay. Ich fühle mich die Rhythmen hochrutschen hier. Ja, gut. So, ach so, da vorne. Ja, da müssen wir hin. Arschgaul wartet schon und Prinz Paladin Mike auch. So, rein damit. Rein in die Rüstung. Wow! Uiuiuiuiuiuiui! Aus dem Einhorn da oben. Und jetzt? Oh, wir sind tot im Himmel. Spiel zu Ende. Ja, das war's. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen in hübscher Richtung. Danke! Ich liebe mich auch! Ah ja, er liebt sich auch. Aber die Mike sieht so divers aus, so transgender. Oh, nähere dich. Das war's. Also nähere dich Arschgaul ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Ich will meine Belohnung. Da, jetzt kommt eine Belohnung. Hä? Okay. Keine Ahnung. Körper, den ich zurzeit bewohne. Gott. Hervorragende Leistung, Schicksalsbringer. Die Stadt ist wieder sicher, florierend und frei von Skeletten. Da die ja, wir haben es durchgespielt. Möchtest du dich sicher mit unseren Annehmen? Also, wir es durchgespielt haben. Such zuerst die Schmiede auf. Wieso? Na gut, wir werden die Schmiede aufsuchen, aber erst in der nächsten Folge. Genau. Erst beim nächsten Mal. Jo, ja, dann wir sagen, bis zum nächsten Mal. Alles jo, klar. Ciao. Ciao.